Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Komplett ungeschminkt. Hashtag No Makeup Makeup. Darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen. Was ihr vorher aber noch wissen solltet. Ich bin gerade komplett ungeschminkt und so würde ich mich tatsächlich jetzt gerade mit meinem momentanen Körpergefühl nicht unbedingt online vor die Kamera setzen, ein YouTube-Video drehen oder komplett ungefiltert irgendwie auf Insta irgendwas machen, weil ich mich unwohl fühle, weil ich heute sehr unreine Haut habe. Ich habe da etwas, was mal ein Pickel war, was ich ausgedrückt habe. Das gleiche habe ich hier und generell habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe gerade nicht so reine Haut. Gestern habe ich mich geschminkt und auch wieder abgeschminkt und ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch kennt, aber ich habe immer das Gefühl, das Make-up geht nie hundertprozentig ab und gerade die Wimperntusche, die ist jetzt noch so ein bisschen hier unter meinen Augen, was die Augenringe auch noch ein bisschen verstärkt. Was ihr nicht seht, ich habe auch gerade gar keine Lust, irgendwie ein BH zu tragen, deswegen habe ich den auch direkt weggelassen. Zurück zum Thema Authentizität und Hashtag No Makeup Makeup. Mit diesem Make-up unterstreicht man meistens die natürliche Schönheit, das, was einem vielleicht besonders gut an einem selbst gefällt, zum Beispiel die Augen oder die Wangenknochen oder was auch immer. Das Problem, was ich persönlich an diesem Hashtag sehe, ist unter anderem, dass Perfektion suggeriert wird. Natürliche Perfektion, die so überhaupt nicht existiert. Natürlich darf sich jeder so schminken, wie er will, jeder soll sich wohlfühlen. Wenn er sich wohler fühlt, mit ein bisschen Make-up, was natürlich aussieht, ist das super. Mache ich persönlich auch, ich möchte mich da gar nicht von freireden. Mir geht es einfach um das, was solche Hashtags suggerieren. Hashtag no makeup makeup. Hashtag no filter needed. Oft genug nutzen Menschen auf Social Media no filter needed, aber haben ganz, ganz, ganz viel Make-up im Gesicht. Wie gesagt, es ist vollkommen okay. Jeder darf sich genauso schminken und ausleben, wie er das möchte, wie er das für richtig hält und wie er sich gut fühlt. Aber gerade bei solchen Hashtags wie no filter needed und no makeup makeup oder auch no makeup day, gerade bei solchen Hashtags ist es gefährlich, dass man glaubt, okay, die Person, die mir gerade etwas zeigt, zeigt sich ja von ihrer natürlichen Seite, weil sie benutzt kein richtiges Make-up, keinen richtigen Filter. Ich sage ganz bewusst keinen richtigen Filter. Es gibt nämlich Handys und auch Instagram hat das eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so gemacht wird, aber zwischendurch hatte Insta so eine Zeit, wo einfach über jedes Foto immer so ein ganz leichter Weichzeichner und Filter drüber gelegt wurde. Auch wenn man die Story aufgenommen hat ohne Filter. Und auch einige Handymodelle machen das. Und auch einige Handymodelle legen automatisch einen kleinen leichten Filter oder Weichzeichner über die Fotos. Und jetzt stellt euch vor, ich würde ein Foto machen, würde Hashtag NoMakeup drunter schreiben und in Wirklichkeit ist dabei ein leichter Weichzeichner drüber. Ohne dass ich vielleicht selber was davon mitbekommen habe. Alle zeigen sich von ihrer besten Seite, geschminkt oder auch mit NoMakeup-Makeup. Alle Posen haben sich aufgetakelt und versuchen sich wirklich von ihrer besten Seite zu zeigen. Das dürft ihr nicht vergessen. Und jetzt stellt euch vor, es gibt Milliarden Fotos online. Die meisten versuchen sich von einer besonders guten Seite zu zeigen. Posen, schminken sich, retuschieren die Fotos nochmal, haben vielleicht auch professionelle Fotografen. Und jetzt guckt ihr euch selber vielleicht im Spiegel an und denkt euch so, ich sehe aber nicht so aus wie die aus dem YouTube-Video oder die auf dem Insta-Bild. Und genau darum geht es mir in diesem Video. Ich möchte euch gerne daran erinnern, euch nicht online mit irgendwelchen Menschen zu vergleichen. Es wird sich geschminkt, es wird sich genau richtig in Pose geschmissen. Dann wird eine ganz kurze Momentaufnahme gemacht, sie wird retuschiert, sie wird aufgearbeitet und dann erst irgendwann gepostet. Vielleicht noch mit drei Filtern drüber. Und ihr sitzt vielleicht zu Hause vorm Handy, guckt in den Spiegel, guckt wieder Insta-Bilder an und denkt euch so, irgendwie sehe ich nicht ganz so aus wie die auf den Bildern. Liegt vielleicht am Filter. Versteht mich nicht falsch, vergleicht euch generell nicht mit Menschen. Aber falls ihr schon dazu neigt, vergleicht euch nicht mit den retuschierten, bearbeiteten Bildern von Insta-Ikonen. Das ist schlicht und einfach nicht realistisch. Viel zu wenige Menschen zeigen sich in der Kamera, wenn sie ungeschminkt sind, wenn sie sich gerade unwohl fühlen oder vielleicht einmal eine unreine Haut haben oder vielleicht auch sonst irgendwie einen Komplex haben oder einen aufgeblähten Bauch oder auch irgendetwas, was dem derzeitigen Schönheitsideal nicht entspricht. Wir werden zu bombardiert mit Schönheitsidealen, mit dem, wie wir aussehen sollen und wie angeblich die meisten Frauen aussehen. Auf Instagram. Und wenn ihr dann rausgeht, seht ihr die Realität. Es wird sehr viel retuschiert, Leute. Und das ist nicht schlimm, es ist okay. Es geht mir überhaupt nicht darum, Leute zu verurteilen. Ich bin die Letzte, die sagen würde, ja, lass uns shooten, ich habe gerade total die unreine Haut und ich habe nicht das Bedürfnis, sie zu überschminken. In meinen YouTube-Videos bin ich ebenfalls öfter geschminkt und auch auf Instagram habe ich die meisten Shootings geschminkt, Leute. Ich habe keine perfekte Haut, ich habe auch Augenringe. Und wisst ihr, was ich auch habe, liebe Leute? Nur einseitig Ohrringe. Weil ich das Gefühl habe, diese Seite entzündet sich und es juckt höllisch und ich sprühe da schon Octinisept drauf und alles. Ja, real life. So sieht's aus. Ich habe zu diesem Thema auch schon die eine oder andere Story auf Insta gemacht. Falls ihr mir da noch nicht folgt, ihr dürft mir sehr gerne folgen. Ich finde auch die Hemmschwelle, sich auf Insta ungeschminkt zu zeigen, ist nochmal eine andere. Auf Insta hat man zwischendurch Stories und nach 24 Stunden wird es halt einfach gelöscht.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video hochlade, ungeschminkt und mit unreiner Haut, mit Augenringen, es bleibt halt eher online, Leute. Also habe ich hier gerade wirklich eine Studioleuchte in meinem Gesicht. Hand aufs Herz, Leute, wenn ich jetzt wüsste, ich möchte eine Insta-Story machen und ich habe unreine Haut und ich möchte mich jetzt gerade nicht schminken, ich würde mir diese Studioleuchte nicht so krass ins Gesicht ballern, damit alle meine Makel nochmal unterstrichen werden und alle Pickel und die Augenringe und alles. Auf Insta kann man sehr schnell sehr viel einfach mit dem Licht machen. Man dreht das Handy ein bisschen, stellt sich ein bisschen mehr in den Schatten und zack, die unreine Haut fällt nicht mehr so auf. Die Message dieses Videos ist, keiner ist perfekt, wir alle haben unsere Makel, jeder hat mal unreine Haut, einen Blähbauch oder sonst irgendwas. Und ja, die meisten von uns haben auch eine kleine, eitle Seite, die das ungern zeigen möchte. Wenn ich jetzt ein anderes Video drehen würde, würde ich mir das da auf jeden Fall überschminken. Und es ist okay. Es ist nicht schlimm, dass man sich in einem Moment mal schöner fühlen möchte oder vielleicht mal irgendwelche Unreinheiten überschminken möchte. Das, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr hinterfragt. No Make-up, Make-up, no Make-up, no Filter needed. Ist das wirklich alles so authentisch, was ihr da zu sehen bekommt? Oder hat sich vielleicht jemand einfach so wie ich in ein bisschen mehr Schatten gestellt, damit man die Unreinheiten nicht sieht? Ich möchte mich da gar nicht von frei sprechen, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe in einem Winkel irgendwie blöd aus, würde ich es auch nicht posten. Vergleicht euch bitte bloß nicht mit nicht existierenden Schönheitsikonen online. Die Ideale, die ihr da seht, sind teilweise einfach überhaupt nicht erreichbar, weil sie so nicht existieren. Macht euch nicht verrückt deswegen, es wird super, super viel retuschiert und ihr seid alle gut, so wie ihr seid. Ich wünsche euch also einen super, super schönen, unzensierten, nicht retuschierten, tollen, sonnigen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.